Hast du schon mal gehört, dass du bestimmte Betriebsausgaben nur so zum Teil absetzen kannst? Worauf du genau achten musst und wie du eventuell den absetzbaren Teil von dem nicht absetzbaren Teil unterscheiden kannst, das erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und ich bin nicht alleine da. An meiner Seite ist wieder Roland Elias von Steuern mit Kopf, von dem YouTube-Kanal, den ich euch auch gerne unten in der Videobeschreibung einmal verlinke. Und wir wollen in diesem Video, was übrigens ein Teil einer Videoserie ist, uns mal über Betriebsausgaben unterhalten, die man nicht ganz absetzen kann. Es gibt ja so Betriebsausgaben, die man ganz eindeutig absetzen kann, wie zum Beispiel meine Telefonrechnung von dem ausschließlich betrieblich genutzten Telefon. Und es gibt auch Dinge, die ich ganz eindeutig nicht absetzen kann, wie der Malle-Urlaub von letztem Wochenende. Das sind relativ eindeutige Fälle. Aber schwierig wird es ja im Graubereich. Und gerade Solo-Selbstständige, Freiberufler, Einzelunternehmen haben häufig das Problem, dass so, ich würde mal sagen, die berufliche Arbeit und das private Leben ja irgendwie ineinander verschwimmt. Dann ist plötzlich der Geschäftspartner auch ein Freund oder man hat einen Freund, der dann später auch Geschäftspartner wird. Und da ist es relativ schwierig, die Linie zu ziehen, was ist denn jetzt eigentlich Beruf und was ist privat. Und natürlich hat man da manchmal auch Kosten, die einfach irgendwie beides beziehen und da muss man irgendwie aufteilen. Und genau darum soll es einmal gehen. Vielleicht magst du da schon mal so grundsätzlich sagen, ich habe es jetzt schon verraten, man muss es irgendwie aufteilen, aber wie geht man da vor? Also grundsätzlich ist es so, es gibt ja diese beschränkt abzugsfähigen Betriebsausgaben. Das sind Ausgaben, wo der Gesetzgeber sagt, ja, wie du sagst, kann betrieblich sein, kann aber auch privat sein. Starten wir auch mal so mit einem kleinen Beispiel, was sich jeder auch vorstellen kann. Du sagst, Freunde, Verwandte, die auch später Geschäftspartner werden, mit denen geht man essen. Der klassische Bewirtungsbeleg ist, glaube ich, der größte Streitpunkt auch in Betriebsprüfungen immer wieder, wo es dann schon darum geht, wo man sagt, okay, wir sind jetzt vielleicht freundschaftlich unterwegs und unterhalten uns dann während dem Essen über eine Geschäftsidee, die wir zusammen haben und dann vielleicht 2, 3 Monate gründen wir zusammen eine Firma oder arbeiten in irgendeiner Freelancer-Basis zusammen, dann war das Essen ja vielleicht nicht nur, weil wir die Geschäftsidee dort begonnen haben, auch natürlich betrieblich veranlasst. Das heißt, ich muss mit der Stoppuhr sitzen. Genau. Oder mitprotokollieren, wie viele Worte wir betrieblich und wie viele privat wir gewechselt haben. Gott sei Dank nicht. Der Gesetzgeber hat es sich recht einfach gemacht und sagt, grundsätzlich, alle Betriebsausgaben, die mit Bewirtungen zu tun haben, sind nur zu 70% abziehbar. 30% nicht abziehbar. Das heißt, eine klare Linie, man muss es nicht nach Köpfen aufteilen, man muss es nicht, sag ich mal, nach Zeit, man muss es nicht nach Wörtern und nach Speisen oder nach Getränken aufteilen. Da ist es so, 70% kriege ich als Betriebsausgabe, 30% nicht. Aber ganz wichtig, der Vorsteuerabzug, also 19% bis 7%, die man daraus hat, bleibt 100%ig erhalten. Das heißt, es geht bloß um die einkommenssteuerliche Aufteilung. Ja, das ist schon mal hilfreich, dass der Gesetzgeber einem wirklich sagt, okay, so sieht es aus. Mag einem vielleicht ein bisschen unfair vorkommen, wenn man einen Geschäftstermin hat und man diese Person so gar nicht mag. Und man sagt, daran war gar nichts ein Privatvergnügen. Ich habe eigentlich gelitten und habe das nur wegen meinem Job gemacht. Kann das nicht mal ansetzen, diese 30%. Aber dann sollte man sich vielleicht Gedanken machen, ob man sich andere Kunden oder Partner sucht. Das heißt, da sagt man relativ klar, okay, 30% Privatvergnügen und das 70% betrieblich. Wie ist das denn bei Dingen, die vielleicht einfacher auch auseinanderzurechnen sind, dann nehme ich vielleicht mal als Beispiel so ein Arbeitszimmer. Ich habe zu Hause ein separiertes Arbeitszimmer, eine 100 Quadratmeter Wohnung und separiertes Arbeitszimmer sind 20 Quadratmeter. Habe ich mit der schon fast beantwortet damit. Da geht es dann sehr nach Quadratmetern. Genau, richtig. Aber wie ist das bei auch bei Heizkosten, Nebenkosten? Was ist denn, wenn ich in diesem Arbeitszimmer auch mein Internet zu Hause benutze? Weil Internet nach Quadratmetern aufzuteilen ist ja auch irgendwie nicht ganz einfach. Also da geht es hauptsächlich um diese Wohnungskosten, um die es da geht, um Internet oder solche kleinen Gebühren geht es da meistens nicht. Das kann man meistens voll mit ins Betriebsvermögen reinnehmen. Bei, sag ich mal, wo es darum geht, Grundsteuer, Gas, Öl, je nachdem mit dem, was man heizt, Wasser und alles Mögliche. Sag ich mal so, gibt es eben eine 10%ige Mindestnutzung, die man dafür haben muss. Zudem muss dieses häusliche Arbeitszimmer natürlich dann voll abgeschlossen sein, damit es ein abgeschlossenes Arbeitszimmer ist. Dann kann man, wenn du sagst 100 Quadratmeter Wohnung, 20 Quadratmeter davon, sag ich mal, wirklich Arbeitszimmer, dann kannst du 20% aller Kosten, die in Verbindung mit diesem Arbeitszimmer zusammenstehen, absetzen. Plus zusätzlich alles, was dort Möbel, also Tische, Stühle oder sowas gesondert reinkommt,
kannst du nochmal gesondert voll absetzen. Also genau, das ist voll, weil genau. Die stehen ja auch ausschließlich dann im Arbeitszimmerbereich. Genau. Genau. Was, sag ich mal, da auch mal ein lustiger, ja, sag ich mal, Fall vor dem Finanzgericht war, da hat ein, in dem Fall war es sogar ein Finanzbeamter selbst, der wollte sein Arbeitszimmer absetzen und hat dafür ein Toilettentagebuch geführt. wie das ist aber klassisch Beamter in der Finanzverwaltung. Genau, wollte dann nämlich natürlich das, die Toilette auch mit absetzen, weil natürlich das dann ein paar mehr Quadratmeter wären und hat dann natürlich ja, seine Toilettengänge protokolliert, wie oft er während der Arbeitszeit und wie oft er in der Privatzeit auf die Toilette geht. Ist leider dann vom Finanzgericht, sag ich mal, auch verworfen worden, das Verfahren. Aber grundsätzlich, also hier geht es wirklich um ein abgeschlossenes Arbeitszimmer und mehr dazu nicht. Worum man streiten kann, das war also bei auch im anderen Fall, bei dem Fotografen zum Beispiel, der einen separaten Eingang hatte mit separatem Zugang zu diesem Arbeitszimmer, zum Studio. Ja. Da könnte man wieder streiten, da noch die zusätzlichen Quadratmeter mit reinzunehmen. Okay. Das heißt, da ist es relativ leicht zu rechnen. Wir hatten Bewirtungskosten, auch da gibt es eine Pauschale und dann gibt es auch ein paar Ausgaben, einfach um sie der Vollständigkeit halber zu nennen, die man eigentlich so nicht absetzen darf, wo der Gesetzgeber sich aber gesagt hat, naja, wir sehen schon ein, da gibt es Kosten, da schreiben wir aber quasi vor, was man absetzen kann. Genau. Wie zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin, ich habe ja meine eigenen Lebensmittel, also meinen Supermarkteinkauf vom Wochenende, kann ich grundsätzlich nicht absetzen, weil meine eigene Ernährung, klar, ich muss mich ernähren, damit ich auch Umsätze generieren kann, aber diese Kausalität wird schwierig dem Finanzamt zumindest erklären und das geht nicht. Aber wenn ich unterwegs bin, beruflich unterwegs bin, dann ist ja die Verpflegung unterwegs in der Regel ja teurer als mein Discounter-Einkauf vom Wochenende. Das heißt, es gibt irgendeinen zusätzlichen Kostenfaktor für meine betrieblichen Reisen, die ja nur deswegen entstehen, weil ich betrieblich unterwegs bin. Auch diese Kosten darf man nicht absetzen. Aber auch da tatsächlich ganz witzig, die Vorsteuer auch absetzen, ähnlich wie bei Betriebs-, genau. Also bei Bewirtungskosten. Die Vorsteuer von der Raststätte, wo ich halte oder von dem Currywurstbude, die kann ich absetzen. Allerdings die eigentlichen Kosten, denn nicht. Dafür gibt es eine Pauschale. Je nachdem, wo ich unterwegs war, wie lange ich unterwegs war, gibt es diese Verpflegungsmehraufwandspauschalen. Dazu habe ich auch schon mal ein ganz detailliertes Video aufgenommen, das verlinke ich auch gerne oben rechts einmal. Aber solche Ausgaben gibt es auch, die grundsätzlich nicht absetzbar sind. Der Gesetzgeber sagt aber, naja, ich sehe schon ein, dass ihr Kosten habt, deswegen hier hast du die Pauschale. Genau. Deswegen, das ist zum Beispiel auch das Pendeln zwischen Arbeitsstätte und Zuhause, dass man da so eine Pauschale quasi hat. Und ein Riesenthema ist ja Kfz. Wir müssen das jetzt nicht ganz aufmachen, aber auch ein Kfz ist ja ganz selten ausschließlich betrieblich oder ausschließlich privat genutzt. Ja. Jeder, der selbstständig ist, nutzt das ja immer irgendwie für beides. Kannst du dann ganz kurz einen Abriss geben, wie wird das denn aufgeteilt? Also es gibt klassischerweise die Kilometerzählweise. Also das heißt, da wird geschaut, wie viele Kilometer werden privat gefahren, wie viele Kilometer werden beruflich gefahren. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Einmal natürlich das klassische Fahrtenbuch. Gibt es auch als digitales Fahrtenbuch. Da bloß der Hinweis, wird nicht von jedem Finanzamt vor Ort anerkannt. Manche Finanzämter erkennen diese digitalen Fahrtbücher nicht an. Auf der anderen Seite gibt es ja die 0,25, 0,5 und 1% Lösung. Je nachdem, was man hat. E-Auto bis 60.000 Euro 0,25, Hybrid, E-Auto über 60.000 Euro 0,5 und alles, was Benzin, Diesel oder sonstiges, sag ich mal, hat, ist komplett 1%. Und da ist es halt so, da sagt man, da geht man auch von Nutzungs-, sag ich mal, ja, Art aus und sagt, okay, wie viel davon wird es betrieblich, wie viel wird privat genutzt und dann gibt es entweder die pauschale Versteuerung oder die anteilige, sag ich mal, Betriebsausgabenabzug. Ja. Genau. Ist also, auch wenn das natürlich erst ein riesenkomplexes Thema ist, zu dem wir übrigens auch schon eine ganze Reihe an Videos aufgenommen haben, ist das relativ einfach. Entweder zähle ich die Kilometer, ganz simpel, das ist ein bisschen wie Quadratmeter zählen mit dem Arbeitszimmer, oder aber ich bin zu faul dafür und dann gibt es halt eine Pauschalierung, wie man ja auch beim Bewirtungskosten quasi kennt, dass man sagt, 30% sind pauschal privat, sagt man, ey, 1% Bruttolistenpreis pro Monat ist auch einfach privat. Das heißt, eigentlich gibt es beide Methoden, ist deswegen vom Ansatz gar nicht anders als was anderes auch. Ja, genau, richtig. Und dann gibt es ja immer noch, ich würde mal sagen, Kosten, die sind sehr schwierig zu rechnen. Ich meine, bei einem Auto und bei einer Wohnung lohnt es sich denn. Aber ich persönlich auch viele Jahre selbstständig, ich hatte zum Beispiel auch bei meinem Smartphone keine Lust, zwei Handys die ganze Zeit rumzulaufen. Ich habe halt eins gehabt, habe das für beides genutzt. Ja. Wie verhält sich das mit den Kosten? Ich kann mich in meiner Ausbildung daran erinnern, da gab es einen Einzelverbindungsnachweis, da stand dann, wann ich wie wo angerufen habe. Sowas gibt es auch heute noch, aber gerade mit Flatrate und Internetnutzung und so, wonach gehe ich da? Nach Screen-Entsperrzeiten, nach Minuten telefonieren, nach Internet, Gigabyte oder Zeit? Oder, also es gibt so viele theoretische Möglichkeiten, wie ich etwas aufteilen kann. Und wenn ich schon darüber nachdenke, ist das so viel Aufwand, dass ich mich tatsächlich frage, muss ich es überhaupt ansetzen? Weil das zu ermitteln ist ja so viel aufwendiger, als am Ende den Vorteil, den ich dadurch habe.
Also ich sage mal so, erfahrungsgemäß ist es mittlerweile so, dass gerade bei Selbstständigen natürlich die private Nutzung oftmals von Telefonen meist komplett in den Hintergrund rückt, weil die meisten selbstständigen Unternehmer, die ich kenne, die haben meistens auch ein sehr, sehr geringes Privatleben, das meistens weniger als 20% der Zeit, sage ich mal, ausmacht. Und genau so macht man es eigentlich in der Praxis auch. Man setzt die Kosten voll an und nimmt dann eine sogenannte unentgeltliche Wertabgabe bzw. private Nutzung des Telefons von 20%, maximal 20 Euro pro Monat. Da scheitert man ja auch schon dran, weil die meisten Flatrates ja teilweise bloß 9 Euro, 14 Euro oder sowas kosten. Damit hätte man natürlich so 20% davon als nicht abziehbare Betriebsausgabe bzw. als unentgeltliche Wertabgabe, die man da theoretisch nicht mit absetzen darf. Okay, das heißt, auch da geht man eher pauschal hin, aber diese Werte, du hast jetzt das eine genannt, aber ich könnte mir ja auch vorstellen, dass ich meinen Spotify-Account nutze. Meine Mama beispielsweise, habe ich auch schon ein paar Mal schon erwähnt, ist Hebamme, die macht natürlich auch Entspannungsübungen in ihren Geburtsvorbereitungskursen und so weiter und nutzt halt ihren Spotify-Account, den sie auch privat nutzt, um ihre Musik zu hören. Wie ermittle ich denn, du hast das jetzt einmal für ein Smartphone gesagt, aber wie mache ich das denn mit Audible oder Kindle Unlimited oder Spotify oder all diese Dinge, die man hat, oder wenn ich Photoshop-Lizenz habe, mir aber zu Hause mein Wandtattoo auch noch, blödes Beispiel, das auch noch damit machen würde, das ist ja auch eine private Nutzung. Muss ich sowas auch aufteilen oder gibt es irgendwo eine Grenze oder kann ich pauschal 20% nehmen? Also ich würde in dem Fall immer, sage ich mal, mit 10 oder 20% reingehen, pauschal, einfach aus dem Grund, dass man einfach sagen kann, man hat hier zumindest schon mal sich darüber Gedanken gemacht. Erfahrungsgemäß muss man aber auch sagen, bei der Betriebsprüfung wird man nicht über die 1 Euro bzw. 99 Cent von Spotify unentgeltlich Wertabgabe streiten. Im Normalfall, wenn man sich darüber streitet, dann kann ich bloß an der Stelle sagen, hat man sonst alles richtig gemacht, wenn der Betriebsprüfer sonst nichts findet. Also im Zweifel drin lassen, damit er was findet. Genau, richtig. Aber wie gesagt, also im Normalfall streitet man sich darüber nicht. Und grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass man schaut, okay, wie viele Hörbücher oder wie viele Bücher habe ich in dem letzten Jahr oder sag ich mal privat und wie viel habe ich jetzt betrieblich gelesen, wobei wir auch da schon gelesen haben, Thema, Coachings oder ähnliches, das ist Persönlichkeitsentwicklung, gleichzeitig aber auch Führung, Business, das kann man schwer aufteilen. Von daher, wir würden das aktuell voll mit reinnehmen und das eben nicht, sag ich mal, rausrechnen wieder als unentgeltliche Wertabgabe, weil die meisten Unternehmen das eigentlich wirklich Spotify, Audible und was auch immer meistens voll betrieblich nutzen. Genau. Das Ganze klingt doch irgendwie ermutigend, dass man noch relativ viel Kosten auch einfach absetzen kann. An der Stelle auch immer noch wichtig, haben wir auch schon mal in einem vergangenen Video gesagt, das Ganze geht immer darum, was könnt ihr glaubhaft argumentieren? Weil natürlich reicht ihr ja nicht beim Finanzamt jetzt eure Kalkulationen ein, sondern ihr macht ja am Ende eine Steuererklärung. Wenn ihr jetzt unsere Kundengruppe seid, Freiberufler, macht ihr irgendwie eine Einnahmenüberschussrechnung und tragt da halt eure Kosten ein. Und wenn ihr 80% der Kosten oder 100% der Kosten haben, aber 20% Wertabgabe irgendwie mit reinrechnet, das sieht das Finanzamt ja nicht, was dahinter tatsächlich an tatsächlicher Nutzung steckt. Ihr müsst aber immer damit rechnen, dass das Finanzamt entweder direkt beim Erstellen des Steuerbescheides, also nachdem ihr die Steuererklärung abgegeben habt, einfach nachfragen und einen Nachweis haben wollt. Das machen die auch in der Regel nur so ab und zu mal. Ja. Machen sie ehrlicherweise nicht bei 9 Euro im Monat, aber bei einem Arbeitszimmer passiert das häufiger. Auch bei sehr aufwendigen Reisekosten zum Beispiel, auch wenn man unterwegs ist, aber nach 3 Tage Konferenz noch 2 Tage Urlaub dranhängt, muss man das auch irgendwie aufteilen. Nach 3 Tagen, 2 Tagen kann man 60% halt absetzen, 40% halt nicht. Das heißt, das betrifft auf alles, was irgendwie gemischt ist. Ich würde mal sagen, die Geschichte dahinter muss passen, dass das glaubhaft ist. Und ich würde euch einfach nur so als Leitsatz mit auf den Weg geben, all das, wie es auch ein fremder Geschäftsführer in eurem Unternehmen machen würde, dann ist es richtig. Das Ganze ist nicht das Ziel, da jetzt auf Teufel komm raus die letzten 3 Euro Steuern zu sparen. Macht es einfach ordentlich, wie es auch jemand anderes machen würde und habt immer im Kopf, lohnt sich das ganze Gerechne gerade. Weil da haben wir auch regelmäßig Excel-Tabellen ohne Ende bekommen, um dann am Ende 5 Euro mehr abzusetzen. Und diese 5 Euro könnt ihr dann nur absetzen, das sind dann nochmal mit 30%, dann habt ihr auch 1,50 Euro Steuern gezahlt, dafür aber 3 Stunden gearbeitet. Das lohnt sich halt in der Regel nicht. Deswegen auch immer so ein bisschen einfach aus dem eigenen Effizienzgedanke überlegen, ergibt das Ganze eigentlich Sinn. Ja. Deswegen, ich hoffe, damit habt ihr so einen groben Leitfaden bekommen. Ja. Natürlich gibt es da wahnsinnig viele individuelle Einzelfälle. Eigentlich
eigentlich besteht dieses ganze Video und diese ganze Thematik nur aus Einzelfällen. Und die könnt ihr uns natürlich ganz gerne auch einfach unten in der Videobeschreibung schildern. Und ich schaue mir das dann an und versuche so ein bisschen vielleicht links und rechts Hilfen zu geben. Oder wir machen einfach anschließend irgendwann nochmal ein Q&A-Video zusammen, wo wir genau solche Beispiele einfach mal zusammen besprechen, wie das aussehen könnte. Ich bedanke mich bei dir für deinen Besuch auf unserem Kanal in unserem Büro. Und an dieser Stelle wichtiger Hinweis, dieses Video ist ein Teil einer längeren Videoreihe. Ihr findet alles unten in der Videobeschreibung und oben rechts und so überall nochmal verlinkt. Schaut da auch unbedingt vorbei und auch unbedingt auf dem Kanal von Roland, Steuern mit Kopf. Da gibt es weitere Videos, auch sehr, sehr viel mehr. Wir haben gerade nachgeguckt, auf jeden Fall hunderte Videos, die 1000 rücken langsam näher. Ja. Das heißt, da bekommt ihr auf jeden Fall viel Steuerinput.